YouTuber Hey Wolfi hat auf meine Gesprächsanfrage reagiert, aber das hat er nicht in Form einer E-Mail getan, sondern indem er mich in seinem letzten Video thematisiert hat. Ja, aber schauen wir mal, was Hey Wolfi so zu mir gesagt hat. Hier ein bisschen einen anderen blassen, etwas schrägen Menschen zu Wort kommen zu lassen. Einige von euch werden den Kanal Hey Wolfi kennen. Das ist ein Kanal, der auf YouTube ziemlich dämliche Regierungspropaganda verbreitet. Hässlich, hässlich hat er vergessen. Ja, aber dieser nette Typ heißt Konstantin Hey, Schenk und Moment mal, Moment mal, Moment mal. Ich habe das doch in einem gewissen Kontext gesagt. Also ich habe doch schon mal vorher auf Videos von dir reagiert. Und was habe ich denn da zu deinem Content gesagt? Also ich habe ja beispielsweise eines der ersten Videos von dir, was mir in Erinnerung ist, ist ein Video zu den Taurus-Leaks, was inhaltlich wirklich sehr, sehr schlecht war. Und darauf bezog sich dieser Vorwurf. Also du kannst ja mal auf die Sachen, die ich inhaltlich in meinen ganzen Reaktionen gesagt habe, eingehen. betreibt noch einen Zweitkanal mit dem Namen Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Sich selbst bezeichnet er als Meinungsblogger. Und ja, wenn man Meinung hat, ist das ja okay. Und daher lasse ich ihm auch die Meinung durchgehen, dass mein Kanal die erbärmlichste NPC-Sendung auf YouTube ist. Ja, weil du andere Leute als Putin-Propagandisten diffamierst, obwohl sie es nicht sind. Ja, das ist doch das Video zum Taurus-Leak. Geh doch mal auf die inhaltliche Kritik ein, die ich da hatte. Sorry. Und auch, dass sein Publikum aus Fans des Vermietertagebuchs besteht und auch sonst aus sehr liebenswürdigen. Hey, Wolf, ist die Banalität. Das ist so ein witziger Kommentar. Was ist dein Problem? Also du kommst hier mit Videotiteln, wo du BSW und AfD in die Nähe des Nationalsozialismus rückst. Kein Witz, kein Witz. BSW und AfD ruht ein neuer Nationalsozialismus oder so ähnlich hieß eins seiner Videos. Und netten Personen besteht, komm, geschenkt. Selbst diese ständigen Aufrufe zum Disliken und das Abfeiern des BSW und Russlands, das darf er machen, ist halt seine Meinung. Das ist. Nee, stimmt auch einfach nicht. Also ich habe nie Russland abgefeiert. Aber das finde ich schön, dass er das gefunden hat. Ich schreibe für den Blog von Serdar Somuncu. Der Verfassungsschutz ist ein Regierungsschutz. Da habe ich am Beispiel des Thüringer Verfassungsschutzes aufgezeigt, wie der Verfassungsschutz so arbeitet und warum das nicht viel mit dem Schutz unserer Verfassung zu tun hat, sondern eher mit dem Schutz der derzeit herrschenden Parteien. Schaut euch das so gerne an. Da habe ich mir das genauer angesehen. Ich bin gespannt, ob ihr hier auf die inhaltlichen Punkte, die ich da gebracht habe, eingehen wird. Der den Verfassungsschutz als Diffamierungsinstrument der Regierung bezeichnet, ist zwar dämlich, aber auch seine Meinung. Aber Schink verbreitet eben auch ganz klare Verschwörungserzählungen und Lügen. Darunter. Was denn? Vollkommen richtig. Also da habe ich Ralf Stegner gelobt. Vollkommen richtig. Der Westen hat diesen Krieg provoziert und dann die Friedensverhandlungen in Istanbul sabotiert. Es ist gut, dass es mit Ralf Stegner wenigstens einen vernünftigen Politiker gibt, der sich für Frieden einsetzt. Da habe ich tatsächlich mal einen SPDler gelobt. Da dachte ich, wenn ein SPDler mal was Vernünftiges macht, also Ralf Stegner ist bei der Friedensdemo am 3. Oktober dabei, dann sollte man ihn doch dafür loben. Oder zum Beispiel eben, dass der Ukraine-Krieg vom Westen provoziert worden sei. Verdammter Westen! Ja, wurde er doch. Wo liege ich denn da inhaltlich falsch? Es ist jetzt völlig egal, ob Raue hier recht hat oder nicht, aber der Westen ist halt global noch so dominant, dass er mit allen Kriegsverbrechen mehr oder weniger davonkommt und es völlig egal ist, ob er sich an solche Verträge hält. Und ich will jetzt nicht ge. Ja, Gaza? Was macht Israel denn da gerade? Also ans Völkerrecht halten tut Israel sich da schon mal nicht. Oder die Terroranschläge auf fremde Staaten, auf Politiker fremder Staaten, die Israel in letzter Zeit begangen hat. Israel kommt mit allem durch. Also der Westen kommt mit allem durch, egal ob er sich ans Völkerrecht hält oder nicht. Er glaubt aber anderen vorschreiben zu können, dass sie sich ans Völkerrecht halten müssen. Gemein sein und irgendjemanden Zerbrechliches zerbrechen. Aber selbst jemand mit so wenig Plan und so wenig Ahnung wie Schink sollte das besser wissen. Schink nennt sich selbst parteiloser Sozialdemokrat. Aber das ist natürlich das BSW, was da spricht. Eine Partei, die den Namen einer. Nein, ich bin tatsächlich wirklich parteilos. Also ich bin nicht Mitglied in irgendeiner Partei. Ich sympathisiere mit dem BSW. Und ja, jetzt hat er hier natürlich einen Diffamierungsartikel eingeblendet. Ein Verschwörungstheoretiker, das ist schon ein Diffamierungsbegriff, der. Ich gehe da jetzt nicht nochmal einzeln drauf ein. Es ist einfach ein Begriff, der nichts anderes sagen soll als Spinner. Also man könnte genauso gut Spinner sagen, aber das hat nicht die gleiche diskreditierende Wirkkraft.
Frau im Namen hat, die sich an Rechtsextreme und Schwurbler ranwirft. Verschwörungserzählungen. An Rechtsextreme und Schwurbler, es ist vollkommen irre. Also wirklich, was soll man dazu sagen, wenn das hier nicht die erbärmlichste NPC-Sendung auf YouTube ist? Verbreitet, die mit ihrer Truppe zusammen mit der AfD den Raum verlässt, wenn der Präsident der Ukraine im Bundestag spricht, die halt als Bedingung für eine Koalition... Ja, sehr gutes Verhalten, sehr gute Aktion. ...und auf Landesebene gefordert hat, dass Deutschland die Unterstützung der Ukraine einstellt. Ich finde, den Vorwurf sollte man gegen alle, die das gegen uns erheben oder... Ja, hat er ja gegen uns erhoben, indem er es gegen Sarah Wagenknecht vorhin erhoben hat. Den Vorwurf sollte man einfach zurückgeben. Nun ja, Konstantin, sollte es ab diesem Punkt nicht klar geworden sein. Deine Interviewfrage ist hiermit auch abgelehnt. Schon weil du in der Was heißt, sollte es nicht klar geworden sein? Du hast doch hier ganz viele Punkte, die ich vertrete, aufgezählt. Du scheinst dich also mit meiner Position beschäftigt zu haben, bist du aber an keiner Stelle inhaltlich darauf eingegangen, was ich zu sagen hatte. Also das könnte man doch in der Debatte sehr, sehr gut klären. Was ist denn jetzt los? Ist das Internet weg? Wenn du so tust, als würde ich nicht wissen, wer du bist, du Hammel. Nein, das stimmt nicht. Ich habe dich einfach um ein Interview angefragt und ich weiß nicht, also jetzt, okay, jetzt weiß ich, dass du weißt, wer ich bin, aber das ist völlig unerheblich bei einer Interviewanfrage, ob du weißt, wer ich bin oder nicht. Und verschweigst, dass du auch den Zweitkanal hast, wo, auf dem du mich alle zwei Minuten als erbärmlich und NPC bezeichnest und alle paar Wochen mal... Achso, das kann sein, dass ich den Zweitkanal da vergessen hatte. Das mag sein, ja. Versuchst dich irgendwie... Aber Twitch-Stream, den müsste ich erwähnt haben, da habe ich ja über dich auch geredet. Also das hier sind ja Aufnahmen vom Twitch-Stream, die auf YouTube online kommen. An mir zu bereichern. Und bitte lass diese Mails... Nein, ich bereichere mich nicht an dir. Ich bin von YouTube rechtswidrig demonetarisiert worden. Und eine KI schreiben. Dieses Hin- und Herspringen zwischen du und sie. Also zumindest nicht auf dem Zweitkanal. Auf dem Twitch-Stream, da bin ich nicht demonetarisiert, aber auf dem Zweitkanal, auf YouTube, da stimmt das so nicht. Das ist total schräg. Für dich heißt es nämlich immer noch Herr Wolfi. Vielen Dank. Ja, aber das ist nicht der Grund, warum er das hier ablehnt. Also, der Mann hat kein Problem mit polemischer Sprache. Wir schauen uns mal seinen Kanal an. Wir schauen uns mal spaßeshalber an, wie er auf seinem Kanal über politische Gegner redet. Also, wie gesagt, er hat da ein paar sehr interessante Videos. Unter anderem eins, wo er BSW und AfD in die Nähe des Nationalsozialismus rückt. Also wirklich, wirklich kein Scherz. Wirklich kein Scherz. Wagenknecht, Wahnsinn. Ukraine aufgeben für den Osten. Also was ist das für... Also es ist unglaublich. Da fordert man Frieden für die Ukraine und er macht daraus Wagenknecht, Wahnsinn. Ukraine aufgeben für den Osten. Oder hier bilden zwei AfD-Politiker auf einem Wahlplakat ein Hausdach oder... Und daraus macht er dann einen Hitlergruß. Also das kann man sich nicht ausdenken. Warte, ich sehe das Video mit dem Nationalsozialismus auf Anhieb nicht. Aber das kann ich euch noch schnell zeigen. Das ist absolut kein Problem. Wagenknecht und AfD, stehen wir vor einem neuen Nationalsozialismus. Also, das ist die Rhetorik, die dieser Typ hier fährt. Also zwei demokratische Parteien, nämlich das BSW und die AfD, werden hier im Videotitel in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt. Also, widerlichster Clickbait stellt sich im Video auch heraus. Also die AfD, die ist wohl national und das BSW angeblich sozialistisch. Also BSW ist nicht sozialistisch. Also nicht mal das stimmt. Und die Nationalsozialisten waren auch keine Sozialisten. Die hatten das nur im Namen stehen. Auch das lassen wir jetzt mal außen vor. Es ist einfach nur wirklich Clickbait der widerlichsten Sorte. Und der beschwert sich dann darüber, wenn man ihn als NPC bezeichnet. Danke. Okay. Sorry. Aber Spaß beiseite. Das ist natürlich alles mit dem Augenzwinkern hier gemeint. Konstantin ist halt einfach peinlich. Das ist schon okay. Wir hatten alle unsere Phasen. Und verglichen mit Erik Ahrens ist der Agitator ja echt noch ganz lustig. Und wenn ihr jetzt mal wissen wollt, warum Ahrens wirklich mal ausgerastet ist, schaut mal hier rein. Da gibt es auch viele lustige Kommentare.
Ja, und das war's jetzt eigentlich auch schon mit der Schwurbelschau. Ich will euch nicht länger aufhalten. Und ich wünsche euch jetzt ein gutes, schönes Wochenende. Ihr habt viel zu tun, gerade wenn ihr aus Brandenburg kommt. Ja, ihr habt's gehört. Bloß nicht inhaltlich werden. Was ich mit Erik Ahrens zu tun habe, weiß ich auch nicht, warum ich in einem Video über ihn vorkomme. Ja, wahrscheinlich, um das später auch nochmal gegen mich zu verwenden. Naja, in dem Sinne würde ich dann das Video schließen. Obwohl, nochmal einmal ein Kommentar dazu. Ihr habt es gerade gehört, diese Leute haben kein Interesse an einer Debatte, weil sie inhaltlich absolut nichts zu bieten haben, weil sie keine Argumente haben. Ich glaube, das kann man zum Abschluss nochmal sagen. Das ist bei all diesen Leuten so. Also diese Leute meiden auf partout den Diskurs, weil sie untergehen würden.